Guten Tag, der Uwe aus Thailand, aus dem heißen Thailand. Hat mir gerade mal Ventilator hier oben angemacht hier. Ich hoffe, das stört nicht so mit dem Mikrofon hier. Ich habe heute am Montag, heute ist Montag, den Farang aufgemacht und habe da was Interessantes gelesen. Und zwar drastische Maßnahmen gegen Wasserknappheit in Hua Hin. Das passt ja zu meinem Lieblingsthema Wasser. Ich will dir jetzt den ganzen Artikel da nicht vorlesen. Ich mache das hier nochmal rein als Bild dann da. Ne? Aber seit dem 19. April, so steht das hier, ist der Wasserdruck in der Stadt während der Hauptverbrauchszeit von 6 bis 9 Uhr morgens und 18 bis 21 Uhr abends reduziert. Die Maßnahme soll den Verbrauch aus dem regionalen Stauseen Kengkrachan und Pranburi, deren Wasserstände kritisch gesunken sind, kontrollieren. Das kennen wir auch. Also wir kennen das hier ebenfalls. Und bevor wir unseren Brunnen hier hatten, haben wir das ja auch so gehabt. Aber dann war es nicht nur auf so wenig Stunden, das war den ganzen Tag dann, die ganze Nacht auch dann. Oder dass wir dann überhaupt gar kein Wasser mehr hatten dann. Ne? Wir hatten also dann wirklich nur stundenweise Wasser. Also so, wie es dann da so steht, ne? Dann haben wir dann diese Zeit als Wasser gehabt. Ne? Auch nur mit reduziertem Druck dann da. Ne? Meine Frau hat mir gerade jetzt eben noch hier gezeigt, also hier bei uns ganz ringsrum, ne? Kein Wasser mehr da. Öffentliche Versorgung ist auch eingestellt, gibt kein Wasser mehr. Ist also nicht nur im Isan ein großes Problem, natürlich auch in Hua Hin. Jetzt hat man da ja gesagt, der Stausee Kengkrachan und Pranburi, die versorgen ja die Stadt Hua Hin. Liegt es daran, dass es zu wenig geregnet hat, wie man hier dann jetzt noch unten weiterhin schreibt, es hätte zu wenig jetzt geregnet und deswegen sei der Stausee leer. Ich habe mir darüber andere Gedanken gemacht, deswegen mache ich auch das Video, weil wann wurden denn die Stauseen gebaut? Der Kengkrachan wurde 1974, wurde der jetzt gebaut, 1974. Und der Pranburi-Damm wurde 1978 gebaut. Also 74 und 78. Jetzt muss man natürlich mal in der Zeit zurückgehen und sehen, wie war denn die Bevölkerung zu dieser Zeit in Hua Hin? 40 Jahre zurück. Das ist natürlich schon ganz andere Welt, ne? Ne, warte mal, 50 Jahre sind wir ja schon. 74 ist ja schon 50 Jahre zurück. Ganz andere Zeit damals, ganz andere Bevölkerungsdichte. Was war mit Tourismus? Gab es ja gar nicht. Das war ja überhaupt nicht vorhanden, dann da. Ne? Hua Hin war ja nur ein kleines Dörfchen damals. Das war ja überhaupt nichts dann da. Kleines jetzt, gut Fischerdorf noch. Und der Damm selber, die Dämme haben sich ja jetzt nicht geändert. Man hat den damals ja dahingestellt und gut ist. So, jetzt natürlich, nach 50 Jahren, ist das Ganze natürlich eine ganz andere Welt geworden. Wie ist die Bevölkerung jetzt? Was ist mit dem Tourismus? Was ist mit Hotels? Was ist mit den Leuten, die da wohnen? Pool. Jeder braucht doch einen Pool. Ich auch. So, ne? Also, es ist eine ganz andere Zeit, es ist eine ganz andere Bevölkerungsdichte und natürlich brauchen die ganzen Menschen jetzt viel mehr Wasser, was zu der damaligen Zeit vor 50 Jahren wohl noch kein Mensch bedacht hat. Also, mit anderen Worten will ich damit sagen, dass ich will nicht sagen, dass der Staat da nicht hinterher war, aber es wurde wohl jetzt verschlafen, das rechtzeitig zu erweitern und zu bedenken, dass die Bevölkerung wächst und dass der Tourismus verdammt viel Wasser braucht. Ne? Das wurde wohl da nicht bedacht und man arbeitet immer noch so wie vor 50 Jahren mit dem mit Wasser. Und dass man jetzt dann halt sagt, dass die Bevölkerung da jetzt Wasser sparen muss, also die Landbevölkerung, die Farmer, wie das hier unten jetzt auch noch jetzt weiter steht, dass die da jetzt sparen müssen. Ist das der richtige Weg?
Weiß ich auch nicht, ne? Auf jeden Fall, mit dem Wasser muss da jetzt gespart werden. Und ich weiß auch gar nicht in hoher Hin, wie das ist mit dem Brunnenbohren da, ne? Hier steht ja jetzt weiterhin, die Bevölkerung muss dann da mit Tankwagen arbeiten. Ein Tankwagen 600 Watt oder was, ne? Tankwagen 1000 Liter. Damit kommst du auch nicht gerade weit, ne? Also, ist natürlich eine missliche Lage. Es ist Trockenzeit in Thailand. Ihr dürft das nicht vergessen. Es ist Trockenzeit. Wir haben in dieser Zeit kein Wasser. Hua Hin, ich bin da jetzt nicht so bewandt in dieser Gegend da, wie es da in der Regenzeit Trockenzeit ist da, ne? Aber ich spreche mal hier vom Isan hier. Wir haben eigentlich, kannst du sagen, ein halbes Jahr kein Regen da, ne? So. Und damit musst du dann irgendwie klarkommen. Jetzt natürlich hier auf dem Land, wir sind ja nicht so viel mehr geworden hier bei uns dann da, ne? Aber trotzdem schon, das Dorf ist auch größer jetzt geworden, Wasser wird immer weniger. Ich habe meinen Brunnen jetzt, ich habe Wasser. Kann das aber jeder in Hua Hin da jetzt machen und seinen eigenen Brunnen bohren? Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt hat... Warte mal. Das Problem ist aber jetzt nicht nur dieses Jahr. Das Problem ist also jetzt nicht neu, dass man sagt, ja, das ist nur dieses Jahr hier so, ne? Im Farang war das Thema auch schon 2023 fast derselbe Artikel, ne? Fast derselbe Artikel mit den Stausee leer 2023. Eigentlich kommt das jedes Jahr in Hua Hin wohl so vor. Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich bin nicht da unten. Aber so wie ich das lese, ist das wohl ein jährliches, wiederkehrendes Phänomen. Sagt man das so? Nein, das ist kein Phänomen. Das Ganze ist natürlich Menschen jetzt gemacht und man hat nicht bedacht, wie viele Menschen da kommen, wie viele Touristen kommen und hat es dann einfach nicht weiter ausgebaut und deswegen gibt es dort zu wenig Wasser. Und dann jetzt zu schreiben, ja, es hat wenig geregnet. Ja, Jungs, es regnet immer wenig, ne? Trockenzeit, ne? So. Jetzt hat man sich was anderes ausgedacht. Das steht hier unten in dem Artikel auch da noch drin. Will ich mal kurz hier nochmal vorlesen hier. Der Mangel an Niederschlägen während der letzten Regenzeit und ein 50-prozentiger Rückgang der Niederschlagsmenge im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt haben die Situation verschärft. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadtverwaltung diese Woche eine jährliche Wolkenimpfung eingeleitet. Eine Methode, die künstlichen Regen erzeugen soll. Kennt ihr, ne? Ist eigentlich bekannt, das macht man mit, wie heißt das hier? Wie heißt das hier? Silberjodid heißt das. Silberjodid macht man das. Das heißt, ein Flieger fliegt dann in die Regenwolke rein, sprüht dann dieses Silberjodid in die Wolke. Und dadurch hängen sich dann die Feuchtigkeit an dem da und dann tropft das da so runter. Einfach mal so gesagt, das Ganze dann da. Ne? Steht auch in der Tagesschau so drin hier und das ist bekannt, das macht man auch so. Ist auch schon seit Langem, dass man mit dem Wetter so manipuliert. Und warum sage ich das gerade jetzt hier so? Weil dieses Cloud-Setting... ich will jetzt hier nicht in die Verschwörungsschublade reingesteckt werden dann da, weil es ja schon dementiert worden ist, dass man das ja nicht gemacht hat in Dubai. Das hätte man ja dort nicht gemacht, weil dieser extrem starke Regen, der ja vor 4-5 Tagen war in Dubai, wo Dubai da abgesoffen ist, der Flughafen Meter unter Wasser und, ne? Ja, aber noch nicht mal eine Kanalisation. Und Dubai macht das aber auch. Dubai macht das ganz sicher, dass die ebenfalls Regenwolken impfen, weil die brauchen ja auch Wasser. So, die machen das auch, ganz klarer Fall. Ne? Also da gibt es auch Berichte drüber. Da könnt ihr mal googeln oder guckt man auch in YouTube rein. Da gibt es auch verschiedene Videos da so drüber. Die machen das auf jeden Fall. So, jetzt sagt man,
die haben das nicht gemacht. So, die haben das nicht gemacht. Also das kommt nicht daher. Nein, nein, das hätte man jetzt garantiert nicht jetzt gemacht dann da. Man weiß aber ganz genau, dass die das machen. Woher es jetzt kommt, offiziell ist ja die Erklärung, ein Tiefdruckgebiet war halt so langsam und hat sich dann da festgesetzt über Dubai und hat sich dann da mal eben so abgeregnet. Das Schlimmste wie seit 70 Jahren nicht. Ja, interessant. So, dabei lassen wir es mal bei Dubai. Aber ich finde das schon interessant, das Ganze mal zum Hinterfragen und mal zum selber mal recherchieren. Wie kann das sein und was machen die eigentlich da? Ne? Und Deutschland macht das auch. Deutschland macht das auch. Ist gar kein Thema dann da. Ne? Man macht das auch, um Hagel entgegenzuwirken. Macht man auch so da. Ne? Ebenfalls so die Flieger dann rein in die vermeintlichen Hagelwolken. Und dann wird da auch was reingespritzt und dass sich das Eis dann da auflöst und nicht als Hagel runterkommt. Das macht man auch. Wettermanipulation. Nennt es, wie ihr jetzt wollt dann da. Ne? So, zurück nochmal zu Thailand. Also, die wollen das jetzt auch machen. Die wollen also auch jetzt diese Regenwolken da impfen. Wir haben bei uns auch ab und an natürlich zu dieser Zeit auch, es kommen Regenwolken hier wohl drüber, aber es regnet nicht ab. Ne? So, man sieht das ja auch, kommen dicke Wolken da, grummel, grummel, aber es kommt halt nichts runter dann da. Ne? Kann man machen. Auch in Hua Hin kann man machen, natürlich. Aber nicht, dass es dann nachher irgendwann mal heißt, ja, schwerste Unwetter seit Menschengedenken und wir wissen gar nicht, woher das kommt. Und nein, wir hätten nie was geimpft, um Gottes Willen. Wolkenimpfung, Geld wäre, wir sprechen davon an. Cloud-Setting, sagen wir es so. Wir haben das ja nie gemacht dann da und der Hua Hin ist abgesoffen, ja. Ich halte da mal wenig von, ne? Also ich halte da mal wirklich wenig von, wenn man da so wieder in die Natur da so reinfuscht, ne? Ich bin mal lieber auf der anderen Seite, dass man da die Wasserversorgung vernünftig aufstellt und dementsprechend Stauseen erweitert, neue vielleicht herstellt. Ja, es kostet alles Geld, ist klar, ne? Ist schon klar, ne? Aber auf die gegebene Zeit sich ebenfalls anpassen und für genug Wasser eben sorgen. Unser Damm hier, der ist auch schon steinalt, den wir haben hier, der Nampung-Damm, der ist auch schon 70er Jahre, 80er Jahre. Da hat sich auch nie was dran geändert. Einmal mitgestellt und fertig aus. Ne? So, daran ändert sich dann auch nichts mehr. Ne? Also, es reicht wohl in Sakuna Korn, weil der ist ja hier für die Brauchwasserversorgung in der Stadt. Unten ist der ja gedacht. Natürlich hier, die Farmer ziehen sich ja auch das jetzt Wasser raus da. Ne? Aber du siehst natürlich schon auch in der Trockenzeit, wie das Wasser hier in dem See dann zusehends schwindet dann. Ne? Auch klar. Jeder zieht dann da raus. Auch wieder. Städte werden größer. Mehr Bevölkerung. Mehr Wasser wird einfach gebraucht. Es ist so. Ne? Du musst ja Wasser haben. So, du musst schon abwaschen, duschen, Körperhygiene, du musst aufs Klo, du musst ja alles, ne? Das ist ja alles, was an Brauchwasser da ist, jetzt gut Wäsche waschen, abwaschen, Auto waschen, Blumen gießen, ne? Blumen gießen, so Pool voll machen, keine Ahnung. Du brauchst Wasser dann. Und je mehr Menschen da sind, desto mehr Wasser wird einfach gebraucht. Ja. Das waren nur jetzt mal so meine Gedanken zu dem Artikel hier vom Farang da. Und macht immer selber Gedanken darüber und auch mal ein bisschen selber nachdenken, ein bisschen jetzt recherchieren auch da. Ne? Das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand und tschüssle. Ciao.